Dein Wunder wird geschehen, du musst nur weitergehen. Hab es so oft erlebt, Wunder geschehen. Und was, wenn der Sturm, in dem du dich gerade befindest, sogar gut für dein Leben ist? Ich erlebte das sehr deutlich, als wir das Musikvideo zu einem meiner Songs drehen wollten. Denn bei diesem Dreh wollte wirklich alles dagegen sprechen. Vom Timing her bis hin zu den Finanzen. Es wäre nur logisch gewesen, den Dreh abzusagen. Doch ich ließ mich davon nicht abhalten. Und dann, als ich die 1000 Kilometer zum Drehort fahren wollte und mich ins Auto setzte, wurde ich krank, bekam Fieber und hatte eine starke Erkältung. Das war noch vor Corona. Und selbst davon ließ ich mich nicht aufhalten. Ich fuhr dennoch. In St. Peter-Ording angekommen, tobte dort ein heftiger Sturm. Es war eiskalt und windig und wir konnten immer nur ein paar Minuten drehen, weil der Wind so stark war und es immer wieder regnete. Wir drehten über 2 Tage und mit meiner Grippe und der Eiseskälte da draußen war das echt kein Spaß. Doch dann war der Song endlich im Kasten und ich konnte die 1000 Kilometer zurückfahren, glücklich dann ins Bett zu fallen. Und auf dem Weg schon schrieb mir der Produzent: Deborah, ich schaue mir die ersten Bilder an und muss sagen, wow, es hat den Sturm gebraucht. Diese Farben hätten wir sonst niemals herausbekommen können. Heute, jedes Mal, wenn ich das Video sehe, muss ich lächeln. Ich erinnere mich an diesen im Vergleich zu dem Segen, der durch dieses Musikvideo für viele sein darf, kurzen Sturm in meinem Leben und denke mir, es war es alles wert. Und was, wenn dein aktueller kurzer Sturm es alles wert ist, weil Gott gerade eine Geschichte schreibt, die bald anderen durch dich den Weg zu ihm zeigt? Nicht umsonst heißt es in den Psalmen, wer die Saat mit Tränen aussät, wird voller Freude die Ernte einbringen. Vertraue auch du darauf. Danke für dich. Von der Hoffnung zum Wunder. Auf gottkennen.de findest du Antworten auf verschiedene Fragen. Menschen, die von ihren persönlichen Stories mit Gott erzählen und sogar die Möglichkeit, an Online-Kursen teilzunehmen.